So, nächstes Spiel steht heute an in der Bundesliga. Soweit ich das richtig auf dem Schirm habe. Letztes Spiel nur dieses Unentschieden, unnötige Unentschieden in Mainz. Natürlich wären 3 Punkte sicher gewesen. Und der nächste Gegner heißt, ja, Borussia Mönchengladbach. Das wird definitiv auch keine leichte Hausaufgabe. Danach geht es direkt zum DFB-Pokal. Okay. Na dann, let's go. Spiel Nummer. Ich glaube, das ist das 9. oder so. Ich glaube, 9. Ligaspiel oder so. Oder 8. Na, 9. Müsste 9. sein. Naja, gut, schauen wir mal. So, auf geht's. Er wird heute im Fokus stehen, denn den kann bisher in der Liga wirklich niemand stoppen. Gleich geht's los, live bei EA Sports. Ja, der Alario mit 7 Toren. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie. Genauso wie Gabriel Jesus vom FC Bayern. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Bei ihm riecht es einfach nach einem neuen Torrekord. Das wäre natürlich überragend, wenn er es packen würde. In seiner momentanen Verfassung ist das denkbar. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. So, also unsere Aufstellung wieder, die gleiche übrigens wie auch gegen Mainz 05 heute am Beispiel gegen Mönchengladbach. Unsere kleine Siegesserie nach 2 Siegen in Folge in Frankfurt und gegen Bremen ist gerissen. Nach diesem, ja, immer noch ärgerlichen und Unentschieden nur gegen die Mainzer. Aber jetzt müssen wir gegen Gladbach ran und da hoffe ich natürlich auf einen weiteren Sieg. Erste, naja, Annäherung. Aber gut geklärt vom Keeper. Marcus Thuram bei einem Bujelab. Der kommt überhaupt nicht hinterher. Dann haben wir den Becker noch, der da auf der Außenbahn. Und auch wieder gibt Thuram Tempo. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Pausen. Thuram. Oh, Becker. Ja, das war erstmal Bujelab. Jetzt haben wir die Gladbacher. Nee, jetzt. Die Szene eben, also den Ball muss er erstmal halten, hat er klasse gemacht. Ach Mann. Jetzt haben wir gerade ein bisschen. Laufe gerade ein bisschen jetzt hinterher. Bella Kotschab. Hat ihn. Sehr gut gemacht. In der Pre-Zero Arena ist was passiert. Hoffenheim. Studio gibt es sämtliche Infos für Sie. Ja, wir haben hier das erste Tor für den Hamburger SV. Fuck it, alter Mann. Ja, ich glaube, das könnte eine Karte. Ja, gelb ist. Ciao. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Ist auch eine richtige gelbe Karte. Die Karte in Ordnung. Absolut zu spät gekommen dort. Da scheitert er an der Mauer. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. So, Ecke für Borussia Mönchengladbach hier. Ecke in die Mitte. Und es geht mit Abstoß weiter. Ja, Abstoß. Ja, müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass ich dieses Spiel hier ein bisschen gedreht bekomme. Mal wieder so ein bisschen gewinne. Um mal wieder ein bisschen Anschluss nach oben zu stellen. Aber wie gesagt, es wird nicht einfach werden. Gladbach ist definitiv alles andere als Laufkundschaft. Guter auch wenn Pass sie jetzt durchwachsene Ergebnisse haben. Jetzt der Vorstoß. Da ist die Alleingabe. Das war einfach. Und jetzt mal Schwolo, der diese Flanke packt. Zum Spiel in der Bayer-Arena. Wir geben rüber. So, Leverkusen ist es gefallen. Das erste Tor für Köln.
Köln. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 20 Minuten. Und dann diese Gladbacher mit einem bösen, bösen Fehler in der eigenen Aufbau. Und im eigenen Aufbau aus Alario. Und der braucht halt nicht viel. Das Ding haben sich die Gladbacher quasi selbst reingehauen. Weil da war nämlich definitiv ein Gladbacher Fehler. Der haben sie nämlich sich nur zurückgespielt und dann ist Alario durch. Kein Abseits konnte nicht sein, weil der Ball vom Gegner kam. Dann ist es das 1:0. Und da bin ich gerade auch ziemlich happy, dass es das eben passiert ist. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Es gibt ein Tor aus einer anderen Partie zu vermelden. Ich gebe mal kurz ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Bayern, der neue okay. Spielstand lautet damit also 2. Bujelab, jawohl, der mal da einen der Gladbacher Jungs stehen lässt. Die Flanke kann er reinbringen auf den langen Pfosten. Und nicht das 2:0. Ja, Pause kommt zu spät und dann kann er es nicht nutzen. Ich weiß gar nicht, ob es der Richter war. Jedenfalls leider kein Tor. Aber wir führen 1:0. Erstmal Thuram jetzt nochmal. Der auf der Außenbahn so viel. So, erstmal hat der Keeper den und zwar Schwolo mit den. Ah, scheiße. Schalke hat deutlich weniger von diesem Spiel, was den ja. Ballbesitz angeht. Nicht über den Ballbesitz. Bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Richtig. Ballbesitz ist nicht alles. Tore sind wichtiger. Defensiv waren sie es gut. Kein Abseits konnte nicht sein. Weil der noch ein Verteidiger drin war. Paulus hat immer so große Probleme. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Ecke. Die Ecke kommt. Die Ecke kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Kein Abseits, oder? Doch. Abseits. Ist wohl ein Tick zu früh gestartet. Kubalanski auf der rechten Seite mal ein bisschen zu weit vorne, dass er das leider nicht nutzen kann. Hat ein bisschen Platz. Der Ballverlust. Aber. Naja. So, jetzt mit dem Führungstor irgendwie in die Halbzeit kommen, dass man vielleicht. Sag mal, was in der zweiten Halbzeit bekommen. Wie gesagt, die Gladbacher haben sich selber ein bisschen eingebrockt. Wer war es denn? So kann er da nicht hingehen. Kolasinac zieht sich die gelbe Karte zu. Zweite gelbe Karte vor allem Verteidiger. Und damit natürlich die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ah! Ich dachte, ich krieg den noch davor abgelaufen. Nachspielzeit, eine Minute. Paulsen, der viele Probleme hat auf der Seite. Und auch hier gegen Marco Richter den Ball verliert. Und, ja. Naja, der. Die Gladbacher tun wir jetzt gerade mal. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Und uns gut eigentlich die rechte Seite hinten auszutauschen, weil da kommen die meisten Bälle her. So, gucken wir kurz in die Halbzeitergebnisse rein. Bayern gegen Dortmund 2:1. Stuttgart gegen Augsburg 0:1, Berlin gegen Leipzig 0:2, Leverkusen Köln unentschieden und die Hamburger führen in Hoffenheim. Ja, die Hamburger, die mausern sich da oben so ein bisschen. Und wir müssen aufpassen, dass wir in der Verteidigung nicht überlaufen werden. So, jetzt geht's hier weiter. Also weiter über die rechte Seite von Marco Richter als probieren, bei Pause ist drauf noch. Im Studio gibt's Neuigkeiten von einem Elfmeter aus dem Parallelspiel. Der erste FC Köln hat hier einen Elfmeter erhalten, aber Max Kruse konnte die Chance nicht nutzen. Er will den Keeper überlisten, versucht es mit einem Schlenzer in die Mitte. Uiuiui, der Top-Torjäger der Kölner. Steht also weiter 2:1. Ja. Gespielt sind 47 Minuten. Also 1:1, Kölner vergebenen Elfmeter, haben wir gerade reingekriegt. Weiter geht es dann bald im Pokal. Die nächste Partie steht an für Borussia Mönchengladbach. In Stuttgart. Dann geht es auswärts gegen den VfB Stuttgart. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen. Schön dazwischen gegangen. Ja, gut gelöst. Lucas Alario. Ah, das ist ein eigener Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Und der kann aber doch wehtun, solche Dinger. Frag mal bei Mönchengladbach nach. Ja, Glück gehabt. Gut.
Gut gemacht von Kolasinac, der... So, wir geben kurz ab ins Studio. Es gab nämlich einen Treffer im Parallelspiel. Latza! So, jetzt wechsle ich doppelt aus, weil, wenn ich ehrlich bin, sollen wir die zwei von, bevor ich die zwei mit Gelb-Rot verliere. Ja, dann nehme ich Kader Rabeck, der kann eigentlich auch, den muss ich dann hinten links vorspielen lassen. Gespielt sind 58 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Das ist eigentlich nur Balls Gelb vorbelastete Wechselung. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Pass auf den Flügel. Ja, nochmal Ball verloren. So, dann hat der Richter jetzt ein bisschen Platz auf der rechten Seite. Und da ist der Ball wieder weg. Und dann ist er weg. Der Ball ist im Aus. Das gibt einen Wurf. Aber auf Gladbach. Und jetzt wollen sie wechseln. Gut gemacht. Anspiel kommt gut. Florian Neuhaus. Im Parallelspiel ist ein Tor gefallen. Wir gehen jetzt kurz mal ab ins Studio. Glück gehabt. Nächster. Der Konter jetzt über Javairo de Rosun. Jetzt nimmt das alleine mit einem auf. Das muss es sein. 2-0. Den zweiten Versuch dann doch noch irgendwie. Lucas Alario. 72. Minute. 2-0. Ja, auf den Jungen ist Verlass. Ist halt also gerade einfach so. Ich habe da vorne einen, der regelmäßig die Tore macht. Und das ist halt das Genauso. Ja, auf jeden Fall ist mal das 2-0 gemacht. Das ist das Wichtigste, dass das passiert ist. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. 2-0 steht's hier. So, dann wechseln wir kurz eben durch. Dann bringen wir nochmal einen neuen Stürmer rein. Nämlich Piontek, der auch einen Pokal ran darf heute. Demnächst. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt spielen. Also auf jeden Fall erstmal den Doppelwechsel, den Wechsel. Piontek rein für Alario hin. Es gibt ein Tor im Spiel an der alten Försterei. Im Studio jetzt hier im Fuß. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Leipzig. Neuer Spielstand damit, also 3-0. Gespielt sind hier 73 Minuten. Also 3-0 Leipzig für in Berlin bei Union. Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Lucas Alario. Neu dabei. Der Ball kommt hoch. Er holt sich vorne den Ball. Ein guter Block hier. Gut gemacht da. Piontek. 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 3-0. Er bleibt eiskalt. Hätte auch den Kubilanski mitnehmen können. Aber er macht's. Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, der Gladbacher kommt da überhaupt nicht in den Zweikampf. Und im Abschluss auch noch effizient. Und Piontek versenkt den nächsten Schuss. 3-0. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Es gibt ein Tor im Parallelspiel. Im Studio gibt es alle Infos jetzt. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dortmund. Der neue Spielstand lautet hier 4-2. Gespielt sind 82 Minuten. Also vielen Dortmund mit dem 2-4 in München. Die Gäste werden wechseln. So, Bella Kotschap, der Innenverteidiger ja, eigentlich ist. Die Chance. Tor. Der ist Innenverteidiger, nochmal. 4-0. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder. Wieder kommen die Gladbacher nicht in den Zweikampf.
Herrliches Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Ja. Klapper probiert es nochmal über die Außenbahn. Ja, erstmal Bella Kotschow, der ist nicht. Thüram und dann ist Feierabend. Der Sieg geht heute also an den Gastgeber. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Ja, wie gesagt, die Gladbacher wissen auch nicht, wieso die eigentlich jetzt verloren haben. Ja, eigentlich waren sie gar nicht so schlecht. Aber ich nehme sie gerne natürlich mit. Naja, gut, okay. Von den Statistiken her war es auch verdient in Ordnung. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden. Drei letzten vier Spiele gewonnen. Passt. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. So. Ja, wieder mal Lucas Alario, der auf jeden Fall der Top-Torjäger ist. Genauso wie gegen Bremen. Es war eigentlich. Ja, gefühlt war Gladbach gut dabei, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Aber diesmal haben wir unsere Chancen genutzt. Anders als gegen Mainz halt, ne? Ja, nächste Partie ist dann. Ich glaube, wenn der nächste Gegner ist. Das war's auch schon. Vielen Dank. Gut, dann. Ach, Unterhaching ist der nächste Gegner. In der. Im DFB-Pokal. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und da würde ich mich freuen, wenn er einschalten würde. Dann geht's weiter mit dem Duell mit der Spielvereinigung Unterhaching. Die wäre ja tatsächlich aus der dritten Liga kennen. Ich glaube, da haben wir mal ein 7-2 gehabt oder sowas in der Liga. Naja, mal gucken, wie es diesmal im Heimspiel ausgeht. Und dann muss man darin aufgestiegen sein, sonst hätten wir nämlich kein Heimspiel. Ja, da freue ich mich, wenn ihr auf jeden Fall dabei seid. Und dann hoffen wir mal, dass wir diese Saison weiterkommen als in der letzten Saison. Da war nämlich dann im Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt Schluss. Naja. Morgen mal versuchen, den ersten Schritt zu machen und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin und ciao bei FIFA.